Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In dem heutigen Video sprechen wir über sogenannte Trassierungsaufgaben. Wir gehen erst der Frage nach, was sind denn überhaupt Trassierungsaufgaben? Danach sprechen wir über gewisse Bedingungen, die du in einem Text gegeben haben kannst, die du ja auf einer besonderen Art und Weise deuten musst. Und danach werden wir natürlich diese Beispielaufgabe, die du hier an der Seite siehst, gemeinsam lösen. Wenn dich das Ganze interessiert, würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran, denn die Lösung und alles Weitere schauen wir uns gleich nach dem kurzen Intro gemeinsam an. Wenn du gerade in der Oberstufe bist oder aber nächstes Jahr deine Abiturprüfung in Mathe absolvieren musst, dann habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Du findest nämlich ab sofort das Einfach-Mathe-Abiturskript für den Bereich der Analysis Grundkurs im Einfach-Mathe-Shop. In meinen Augen ist es die perfekte Begleitung in der Oberstufe oder aber dient dir zur optimalen Vorbereitung auf deine eigene Abiturprüfung. Schau gerne im Shop vorbei und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Video. Wie du gerade schon erfahren hast, geht es in diesem Video hier um eine sogenannte Trassierungsaufgabe. Und die Trassierungsaufgaben, die gehören zu den Steckbriefaufgaben, sodass du das Vorgehen, welches du von den Steckbriefaufgaben bereits kennst, auch auf Trassierungsaufgaben übertragen kannst. Nun ist es so, dass man bei Trassierungsaufgaben immer zwei gegebene Geraden durch eine neue Funktion verbinden soll. Und das Ganze auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Welche Art und Weise? Das verrät dir in der Regel der Text. Du siehst jetzt hier das Wort knickfrei. Wenn du das Wort knickfrei findest, dann suchst du eine Funktion dritten Grades. Und dein erster Schritt besteht immer darin, dass du erst einmal eine allgemeine Funktion dritten Grades aufschreiben musst. Also ax hoch 3 plus bx² plus cx plus d. Wenn du übrigens das Wort rückfrei findest oder so etwas wie ohne Krümmungsruck, dann suchst du eine Funktion fünften Grades. Schauen wir uns mal die Situation genauer an, sodass wir jetzt die Gleichung erstellen müssen, das lineare Gleichungssystem, welches wir dann lösen müssen, um Zahlen für die Buchstaben a, b, c und d zu ermitteln. Wir zählen einmal ganz kurz durch. 1, 2, 3, 4. Wir haben 4 unbekannte Buchstaben, die wir bestimmen müssen. Also brauchen wir auch 4 Gleichungen. Die neue Funktion, die soll ja im Punkt 0, 0 beginnen, weil ja hier diese erste alte endet. Also die Funktion, die links davon ist. Also können wir schon mal den Punkt 0, 0 markieren. Und wir wissen, dass diese neue Funktion durch diesen Punkt gehen muss. Und aus dem Video, in dem ich dir die ganzen Übersetzungshilfen für Steckbriefaufgaben ja vermittelt habe, habe ich dir ja auch erklärt, wie man mit einem ganz normalen Punkt umgeht. Und zwar, man schnappt sich die x-Koordinate, setzt diese in diese allgemeine Funktion ein und setzt das Ganze gleich der y-Koordinate. Man bildet also f von 0 gleich 0. Das Ganze sieht so aus. Natürlich kannst du diesen Ausdruck jetzt noch ein bisschen vereinfachen, denn 0 hoch 3 steht ja für 0 mal 0 mal 0, das ist 0. A mal 0 ist immer noch 0. 0 zum Quadrat steht auch für 0 mal 0, ist also 0, b mal 0 ist 0, c mal 0 ist 0. Auf der linken Seite steht also 0 plus 0 plus 0 plus d und das ist natürlich d. Ja, gleich 0. Zweiter Punkt, diese neue Funktion, die soll ja auch durch den Punkt 1, 1 gehen, da dort diese zweite Funktion, die du gegeben hast, ja, beginnt. Also können wir uns diesen Punkt markieren. Wir wissen also, dass die neue Funktion durch den Punkt 1, 1 gehen muss, also bilden wir f von 1 gleich 1. Selbes Vorgehen, wieder für x die 1 einsetzen, Ergebnis ist gleich 1. Vereinfachen, so gelangst du dann zu dieser zweiten Gleichung. Jetzt kommt es zu diesem knickfrei. Wann verbindet man denn zwei Funktionen knickfrei, das heißt ohne irgendeinen Knick? Das Ganze hat etwas mit der Steigung zu tun. Stell dir mal bitte vor, du hast eine Funktion, die meinetwegen so aussieht, und hier in diesem Punkt soll die neue Funktion beginnen. Und die können ja zum Beispiel so aussehen. Die beiden haben offensichtlich nicht dieselbe Steigung, dadurch entsteht ein Knick. Wenn ich allerdings eine Funktion habe und eine zweite Funktion, die mit derselben Steigung in diesem Punkt beginnt, dann erzeuge ich genau diese Eigenschaft knickfrei. Das wiederum bedeutet, dass die gesuchte Funktion bei x gleich 0 dieselbe Steigung hat wie die Gerade, die du davor siehst. Ja, und diese Gerade davor ist eine horizontale Gerade, also hat sich die Steigung 0. Eine Gerade hat eindeutig nur eine Steigung, also hat diese Gerade bei der x-Koordinate 0 die Steigung 0. Also muss die neue Funktion bei der x-Koordinate 0 auch die Steigung 0 haben. Denn dann wird sie hier knickfrei ansetzen. Und dann weißt du ja, dass die erste Ableitung deine Steigungsfunktion ist und genauso aufgebaut ist. Wenn du eine x-Koordinate in die erste Ableitung einsetzt, kriegst du die Steigung raus. Wir kennen die x-Koordinate, wir kennen die Steigung, also können wir f' von 0 gleich 0 bilden. Nun haben wir noch keine Ableitung, also müssen wir diese Funktion dritten Grades einmal ableiten. Das Ganze sieht so aus. Wie du siehst, total die elementaren Ableitungsregeln. Denk dran, a, b und c behandelst, a, b, c und d behandelst du wie normale Zahlen. Aktuelle Hochzahlen mit der Zahl davor mal nehmen. Die Rechnung ist also 3 mal a, das ist 3a, mal die Basis und im Exponenten 1 abziehen. 3 minus 1 ist 2.
Wieder nächstes Paket, 2 mal b sind 2b mal x im Exponenten 1 abziehen, 2 minus 1 ist 1, hoch 1 schreibt man nicht, also ist die Ableitung von bx² 2bx. Die Ableitung von Zahlen mal x ist nur noch die Zahl und die eine reine Zahl, wofür ja dieses d hier steht, die fällt beim Ableiten weg. Und jetzt könntest du ja auch hier wieder für jedes x die 0 einsetzen, Ergebnis muss gleich 0 sein. Das Ganze sieht so aus, wenn du das Ganze vereinfachst, bleibt c gleich 0 übrig, da 0 hoch 2 immer noch 0 ist und alles, was du mit 0 multiplizierst, natürlich auch zu 0 wird. Jetzt brauchen wir noch eine zweite Stelle, an der wir etwas Knickfreies erzeugen, und zwar hier bei der x-Koordinate 1. Denn auch bei der x-Koordinate 1 sollen wir die Eigenschaft knickfrei erzeugen. Hierzu brauchen wir ja wieder die Steigung von der Funktion, die wir bereits gegeben haben, damit die neue Funktion bei der x-Koordinate 1 dieselbe Steigung hat wie die Funktion, die wir gegeben haben. Hier siehst du eine Gerade, die im 45-Grad-Winkel nach oben geht, also hat sie die Steigung 1. Falls du die Schwierigkeiten hast, zeichne dir einfach zum Beispiel ein Steigungsdreieck ein. So, hierzu markierst du ja zwei Punkte, verbindest die dann durch ein Dreieck, zählst die Einheiten, die du nach rechts gegangen bist, zählst die Einheiten, die du nach oben oder unten gegangen bist, und dann kennst du ja für die Steigung die Möglichkeit, ja genau diese Formel hier quasi anzuwenden. Bruchstrich, unterm Bruchstrich kommt dann die Zahl hin für die Einheiten, die du nach rechts gegangen bist. Oberhalb des Bruchstriches die Zahl ja, für die Einheiten, die du nach oben oder unten gegangen bist. Wir sind 1 nach rechts gegangen, 1 nach oben gegangen für diese beiden Punkte. Also haben wir jetzt hier die Steigung 1. Wenn diese gegebene Funktion also die Steigung 1 hat, und das ist ja auch eine Gerade, das heißt, sie hat überall die Steigung 1, muss unsere neue Funktion, die wir suchen, bei der x-Koordinate 1 ebenfalls die Steigung 1 haben. Also bilden wir f' von 1 gleich 1. X-Koordinate 1 gleich Ergebnis Steigung 1. Das wiederum bedeutet, wir schnappen uns jetzt hier wieder diese allgemeine Ableitung, ersetzen jedes x durch die 1 und setzen das Ganze gleich 1. Auch das können wir wieder vereinfachen, dann sind wir bei 3a plus 2b plus c gleich 1. Denn 1 zum Quadrat ist ja 1 mal 1, das ist 1, 3a mal 1 ist 3a, 2b mal 1 ist 2b plus c fällt nicht weg. Und dann haben wir jetzt genau so unser Gleichungssystem erzeugt. So, wenn du jetzt zum Beispiel schon zwei Gleichungen hast, bei denen du schon Ergebnisse hast, wir wissen c ist 0 und d ist 0, würde ich diese beiden Ergebnisse auch auf die anderen Gleichungen anwenden, dann werden die auch schon einfacher. Wir können also in der zweiten Gleichung für c die 0 einsetzen und auch für d die 0 einsetzen und in der vierten für c die 0 einsetzen. Das bleibt dann übrig, denn a plus b plus 0 ist a plus b und 3a plus 2b plus 0 ist 3a plus 2b. Wie du siehst, ein relativ einfaches Gleichungssystem, nur noch zwei Gleichungen mit zwei Unbekannte. Hier kennst du sicherlich aus der Unterstufe diese ganzen Lösungsstrategien wie Einsetzungsverfahren, Gleichsetzungsverfahren oder Additionsverfahren. Ich habe mich jetzt hier für das Einsetzungsverfahren entschieden, das ja immer darauf beruht, dass man sich eine Gleichung schnappt und nach einer Unbekannten auflöst und das Ganze dann in die andere einsetzt. Also schnappe ich mir hier die zweite Gleichung, löse diese nach a auf. Also verrechne ich diese Gleichung einmal mit minus b. Denk dran, wenn du bei einer Gleichung etwas veränderst oder verrechnest, dann immer auf beiden Seiten. Dieses minus b hebt auf der linken Seite das plus b weg, genau das, was wir erreichen wollten. Und für rechts rechnen wir 1 minus b, das ist natürlich 1 minus b. Erster Schritt des Einsetzungsverfahrens ist also abgehakt. Wir haben jetzt eine Gleichung nach einer Unbekannten aufgelöst und können das Ganze dann in die andere einsetzen. Wir wissen jetzt, a ist gleich 1 minus b. Also können wir jetzt hier das a durch 1 minus b ersetzen. Und wenn wir etwas ersetzen, dann fügen wir das ja immer in Klammern ein. Also sind wir genau hierbei. Und jetzt hast du eine Gleichung mit einer Unbekannte. Wenn diese Gleichung also lösbar ist, können wir genau diese Unbekannte ausrechnen. Eine kurze Analyse zeigt uns, dass wir hier eine Klammer haben. Die müssen wir natürlich erst einmal auflösen. Zahl mal Klammer heißt, alles in dieser Klammer mit dieser Zahl mal nehmen. Die erste Rechnung ist also 3 mal 1, das ist 3. Und die zweite Rechnung ist dann 3 mal minus b, das sind natürlich minus 3b. Jetzt würde ich hier diese b's zusammenfassen und die reine Zahl auf die andere Seite bringen, indem wir diese Gleichung mit minus 3 verrechnen. Minus 3b plus 2b ist minus 1b und 1 minus 3 ist minus 2. Wir wollen weiter nach b auflösen. Denk dran, zwischen einer Zahl und einem Buchstaben, wenn dort kein Rechenzeichen steht, ist immer eine Multiplikation. Also teilen wir einmal diese Gleichung durch minus 1. Minus 2 durch minus 1 ist 2. Also haben wir jetzt auch schon eine Lösung für b. Und können jetzt hier uns dieses b schnappen und wiederum hier einsetzen, um das a auszurechnen. Also, wir wissen, a ist ja dasselbe wie 1 minus b. Wir wissen, b ist gleich 2. Also ersetzen wir jetzt hier das b durch die 2 und erhalten die Rechnung 1 minus 2
was natürlich minus 1 ist. Und jetzt haben wir alle vier Buchstaben ausgerechnet. Wir kennen die Lösung für a, für b, für c, für d und können diese jetzt hier in diese allgemeine Gleichung einsetzen und das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen vereinfachen. Denn 0x fällt weg, plus 0 fällt weg. Ja, und minus 1x hoch 3 kann man noch ein Stück weit kürzer aufschreiben, nämlich mit minus x hoch 3. Und das ist dann die gesuchte Funktion, die diese beiden Geraden knickfrei verbindet.